Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, dass ich Gelegenheit habe, heute zu Ihnen zu sprechen, aus Anlass dieses Festkolloquium oder dieser Festveranstaltung zu 40 Jahren Fakultät für Informatik in Karlsruhe. Und ich mache dies als wissenschaftlicher Sprecher des KIT-Schwerpunkts Computation und ist vielleicht nicht allen bekannt, aber wir haben auch gerade 4 Jahre oder könnten auch gerade 4 Jahre KIT-Schwerpunkt Computation feiern. Nicht ganz so alt, gerade ein Zehntel, aber ich werde Ihnen etwas erzählen über Computation. Es ist kein Schreibfehler, Computation mit den beiden M's, sondern es geht halt bei Computation darum, dass wir es immer stärker zu tun haben mit einer inhärenten Verbindung von Communication und Computation, also von Kommunikation und leistungsfähiger Informationsverarbeitung, insbesondere weil wir immer stärker umgeben sind mit einer Vielfalt von Geräten, von intelligenten, eingebetteten Systemen, die sich gegenseitig wahrnehmen können, die kommunizieren, die mit uns als Menschen kommunizieren und sich auch anpassen sollten an veränderliche Anforderungen. Typische Objekte sind halt Rechner, Smartphones, Autos, Flugzeuge, Haushaltsgeräte. Sie können eine Vielfalt von Geräten benennen. Ich habe hier einige einfach mal so aufgeführt, damit man sieht, worum es eigentlich geht. Und was machen wir in Computation? Wir fokussieren uns auch darauf, Konzepte, Architekturen, Methoden und Werkzeuge zu entwickeln für ausgewählte Anwendungen, und zwar von Informationsverarbeitung, Kommunikation und Dienstleistungen, um vertrauenswürdige, robuste und effiziente Systeme zu entwickeln, die halt ein solches Verhalten von komplexen adaptiven Systemen garantieren können. Das ist eine ziemliche Herausforderung, das tatsächlich zu schaffen, solche Systeme mit einer Vielfalt von Komponenten so zu organisieren, so zu entwerfen, dass sie vertrauenswürdig, robust und effizient bleiben. Wir machen das aus verschiedenen Kompetenzbereichen, aus verschiedenen Topics heraus, verschiedene Themenbereiche, in denen 50 Mitglieder, also Principal Investigators, zusammenarbeiten in den Bereichen zum Beispiel Algorithmen und Software Engineering oder Grid und Scientific Computing, Systementwurf, Kommunikationstechnik oder auch Dienstleistungsforschung. Und diese Bereiche tragen etwas dazu bei, dass wir die Infrastruktur liefern für komplexe Systeme, die eben auf Kommunikation angewiesen sind und auf leistungsfähige Informationsverarbeitung. Wir machen das in einer ganzen Reihe von Anwendungsbereichen, die jetzt beispielhaft aufgeführt sind, wie das Smart Home oder Digital Living oder virtuelle Kraftwerke im Energiebereich, intelligente Verkehrssteuerung, Cloud Computing, dann im Einzelhandel intelligente Komponenten oder auch Komponenten, die wir am Körper tragen, zum Beispiel in der, im Bereich E-Health. Das heißt, wir haben es zu tun mit vernetzten, adaptiven Systemen, die Kommunikation und Informationsverarbeitung brauchen. Das war auch der erste Name, den wir hatten für diesen Schwerpunkt, vernetzt adaptive Systeme. Wir haben ihn dann verworfen, weil wir sagten, wir entwickeln eigentlich nicht die vernetzten adaptiven Systeme, sondern das, worum es uns geht als Informatiker und auch als Elektrotechniker, als Wirtschaftswissenschaftler, Maschinenbauer und Mathematiker, um die beteiligten Fakultäten zu nennen, wir liefern die Infrastrukturen. Und das ist das, was wir beitragen und es dient dazu, dass solche vernetzten adaptiven Systeme sinnvoll arbeiten können. Es gibt mittlerweile einen Begriff, den wir damals auch schon diskutiert haben, der aber in den letzten Jahren sehr stark in den Vordergrund gekommen ist, das sind die cyberphysischen Systeme. Im Prinzip sind es genau die Systeme, mit denen wir uns beschäftigen. Wir liefern die Infrastruktur, die für solche Systeme erforderlich sind und machen das halt an einer Reihe von größeren Projekten, die in diesem Schwerpunkt zusammengefasst sind. Die Informatik ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Schwerpunkts Computation. Und wenn man sich anschaut, die Geschichte der Informatik, die verschiedenen großen Projekte, die hier gelaufen sind, dann treten eine ganze Reihe von interessanten Themen hier auf. Ich habe als erstes aufgeführt, aus einer kleinen Auswahl, die ich hier gewählt habe, das Graduiertenkolleg Beherrschbarkeit komplexer Systeme. Ein Thema, das heute genauso aktuell wäre wie damals, ein sehr zukunftsweisendes Thema. Wir haben auch heute noch zu tun mit der Beherrschbarkeit komplexer Systeme. Das heißt nicht, dass Herr Vollmann nicht ordentlich gearbeitet hätte und sich ausreichend beschäftigt hätte mit der Beherrschbarkeit, aber die Systeme werden halt wirklich immer komplexer. Dann weitere größere Verbunde, die entweder in Karlsruhe direkt gelaufen sind oder bei Schwerpunktprogrammen von Karlsruhe aus koordiniert wurden. Algorithmik großer und komplexer Netzwerke, dann SESAM, Selbstorganisation und Spontaneität in liberalisierten und homogenisierten Märkten. Da hatten sich 10 Lehrstühle aus 2 Fakultäten mit
Märkten, mit P2P-basierten Märkten für den Energiemarkt beschäftigt und war damit auch etwas der Zeit voraus. Martina Zitterbart, die das geleitet hat, hat gleichzeitig dann ein Schwerpunktprogramm geleitet zu Basissoftware für selbstorganisierende Infrastrukturen für vernetzte mobile Systeme. Ich habe über 6 Jahre das Schwerpunktprogramm Organic Computing koordiniert, in dem es um selbstorganisierende adaptive Systeme geht, um Systemarchitekturen und Methoden dafür. Uwe Hanebeck koordiniert einen Graduiertenkolleg über selbstorganisierende Sensor-Aktor-Netzwerke und seit 2010 koordiniert Jörg Henkel ein Schwerpunktprogramm zu Entwurf und Architekturen verlässlicher eingebetteter Systeme. Und seit kurzem haben wir ein Kompetenzzentrum angewandte Sicherheitstechnologien, organisiert, auch initiiert von Jörn Müller-Quade. Auch dort sind 10 Kollegen des KIT beteiligt. Dies ist ein bunter Strauß von größeren Projekten, die aber alle sich beschäftigen mit genau den Themen, die ich vorher aufgeführt habe, die im Schwerpunkt oder im Zentrum von Computation stehen. Wesentliche Begriffe, die hier aufgetaucht sind, sind die Begriffe Beherrschbarkeit, Selbstorganisation, Verlässlichkeit, Sicherheit. Das sind Eigenschaften, die wir gewährleisten müssen für diese Anwendungsbereiche. Und wenn wir uns anschauen, was die, also so die wesentlichen Anwendungsbereiche, selbstverständlich IT-Systeme, die müssen alle diese Eigenschaften haben. Aber auch der Verkehr. Wir machen keinen Verkehr, aber wir liefern die Infrastrukturen, die immer stärker softwaregestützt sind, für den Verkehr, für das Gesundheitssystem, für den Bereich Energie. Und lassen Sie mich zum Thema Energie einfach ganz kurz darstellen, worum es eigentlich geht, wenn wir sagen, wir haben als Informatiker mit solchen Themen zu tun. Was ich Ihnen hier zeige, ist einfach so ein abstrakter Sicht auf das physikalische Stromnetz. Wir haben also die Erzeugung hier auf der einen Seite, die Strom produziert. Der Strom wird geliefert über verschiedene Spannungsebenen bis hinunter zu den Privatkunden, zu Gewerbekunden, Industriekunden. Und neuerdings gibt es ja auch Verbraucher. Das ist das Netz, das physikalische Netz. Was hat hier Informatik zu suchen? Es gibt eine Reihe von Akteuren, die hier eine Rolle spielen, miteinander kooperieren und dafür zu sorgen, dass das Netz richtig funktioniert. Wir haben die Energieerzeuger, Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, Messstellenbetreiber und wie gesagt Energieverbraucher und Erzeuger auf der anderen Seite. Die müssen in einer geeigneten Art und Weise Informationen austauschen. Das heißt, die sind miteinander verbunden über Kommunikationswege, die erstaunlicherweise heutzutage noch so aussehen wie vor langer Zeit. Also zum Teil, wie hier angedeutet, per Telefon werden Informationen ausgetauscht. Zum Teil geht das schon sehr stark basierend auf digitaler Kommunikation. Aber es gibt auch papiergebundene Kommunikation des Übertragungs- oder des Energielieferanten mit den Privatkunden. Also sehr viele Medienbrüche. Das ist ein System, das den zukünftigen Herausforderungen sicherlich nicht mehr entspricht, die nicht gewachsen sein wird. Was wir brauchen in der Zukunft und was sich immer stärker entwickelt, ist ein System, bei dem alle diese Akteure in dem Geschäft, das Energienetz zu organisieren, dafür zu sorgen, dass es stabil funktioniert, die müssen kommunizieren, die müssen Informationen austauschen auf vielfältige Art und Weise. Informationen von den Endkunden, über das Smart Meter Gateway, geht Informationen über den Messstellenbetreiber zum Verteilnetzbetreiber, eventuell auch zwischen den einzelnen Privatkunden. Informationen liefern oder wandern halt hier auf verschiedenen Wegen, auch zum Übertragungsnetzbetreiber, zum Lieferanten. Also diese verschiedenen Akteure müssen miteinander gemeinsam die Aufgaben erfüllen und wir brauchen dafür geeignete Informationen. Welche Informationen brauchen die eigentlich? Wie viele Informationen brauchen sie vom Endkunden? Wie viel kann eigentlich der Endkunde selber machen? Was macht der Verteilnetzbetreiber? Was macht der Demand-Side-Manager? Eine Rolle, die es bisher gar nicht gab, die neu dazugekommen ist und die er nur erfüllen kann im Verbund mit all den anderen in geeigneter Art und Weise. Die Frage, wo man jetzt die Information, die hier eigentlich, oder Information über den aktuellen Zustand der einzelnen Komponenten, wo die gebraucht wird, wie sie dort verarbeitet wird, welche Aktionen eigentlich davon angesteuert werden können. Diese Fragen sind noch relativ offen. Das heißt, wie man solch ein Energieinformationsnetz gestaltet, an welchen Stellen man die Intelligenz dann platziert. Das ist ein System mit verteilter Intelligenz. Das ist eine relativ offene Frage. Da gibt es einige einfache, spontane Antworten, die aber nicht tragfähig sein werden.
Und das ist ein Thema, mit dem wir uns intensiv als Informatiker beschäftigen müssen, um das tatsächlich verlässlich zu gestalten. Da haben wir noch einiges zu tun. Deswegen, das sagte Herr Umbach vorhin schon, haben wir hier am KIT die Disziplin Energieinformatik nicht aus der Taufe gehoben, aber wir werden sie hier einrichten. Das Thema Energieinformatik ist auch schon an anderen Stellen in Deutschland oder wird dort schon bearbeitet. Wir müssen uns über eines im Klaren sein. Wenn wir ein solches Netz bauen, ein solches Energienetz versehen mit weiteren Komponenten, mit Informationsverarbeitung, wenn viele dieser Bereiche informationsgesteuert sind, dann ist das auch alles oder sind das alles Komponenten, die eventuell angegriffen werden können. Wir müssen uns damit beschäftigen, welche Probleme auftreten können durch unerwünschtes Verhalten, durch Fehler, durch Manipulation und Ähnliches. Das heißt, wir müssen das Ganze sicher machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir kennen solche Methoden. Wir haben zum Beispiel unser Kompetenzzentrum Castell. Wir müssen es in geeigneter Art und Weise auf diese Bereiche anwenden. Das heißt, dieses komplexe Energiesystem braucht vielfältige Informationen über den Zustand aller relevanten Komponenten. Es braucht Kommunikation zur verlässlichen Weiterleitung der Informationen. Es profitiert von den effektiven Dienstleistungen zur Optimierung und Steuerung des Systems und seiner Komponenten. Es benötigt selbstverständlich verlässliche Software, deren Eigenschaften man nachweisen kann. Es benötigt Sicherheit, Schutz der Privatsphäre, Schutz vor Angriffen. Das sind alles Aufgaben, für die Informatiker Lösungen anbieten können im Verbund mit anderen. Also, Informatiker beschäftigen sich mit Information. Das Ganze kann nur arbeiten oder kann nur funktionieren, wenn wir Informationen haben über den Zustand der Systeme. Informationen im richtigen Umfang, welche Informationen brauchen wir eigentlich, wie viel, am richtigen Ort, zur rechten Zeit, für die richtigen Adressaten, die auch darauf zugreifen dürfen, all das muss geregelt werden, mit korrektem Inhalt, nicht verfälscht, verlässlich, verfügbar und lieferbar. Und ohne diese Informationen versagen unsere komplexen Systeme und kritischen Infrastrukturen. Und es ist so, dass ohne Informatik das Ganze auch nicht funktioniert. Also da wäre nicht nur Computation handlungsunfähig. Wenn da nicht die geeigneten Informatikkonzepte drinstecken, dann ist auch ein solches zukünftiges System nicht mehr verlässlich handlungsfähig. Also Informatik ist die Schlüsseltechnologie für viele Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft. Das wissen wir ja eigentlich alle. Aber es wird hier nochmal sehr deutlich. Nur Informatik allein kann nicht alle Probleme lösen. Deswegen ist es wichtig, dass wir solche Verbünde bilden wie Computation und gemeinsam mit anderen Disziplinen hier an Lösungen arbeiten. Nur ohne Informatik geht es nicht. Es reicht nicht daran zu schreiben, IKT soll irgendwelche Probleme lösen. Informatikkonzepte sind gebraucht. Die Karlsruhe Informatik hat große Kompetenz in wichtigen Bereichen. Bei Selbstorganisation, Algorithmik, Verlässlichkeit, Sicherheit, Softwaretechnik, all das brauchen wir hier. Und deswegen gratuliere ich noch einmal herzlich der Fakultät für Informatik zu 40 Jahren erfolgreicher Arbeit. Und wir brauchen sie alle weiter, nicht nur in Computation, sondern ich denke, die Informatik wird sehr breit gebraucht. Vielen Dank.